Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 7, Fortschreibung Kleingartenentwicklungskonzept, inhaltlich also hieran anknüpfend. Es gibt hierzu einen schriftlich vorliegenden Änderungsantrag des Oberbürgermeisters, den wir in der Beschlussfassung zuerst dann abstimmen. Die Fraktionsrunde würde beginnen mit der FDP-Fraktion. Kein Bedarf. Freie Wähler? Kein Bedarf. Dann Bündnis 90 Grüne, Herr Dr. Deppe. So, zweite Runde. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das, was wir eben erlebt haben, ist etwas, was letztlich auch eine große Rolle in diesem Kleingartenkonzept spielt. Das, was wir thematisiert haben, ist letztlich ein Nutzungskonflikt gewesen. Der Nutzungskonflikt mit dem Hochwasserschutz. Und so gibt es eben in vielen Bereichen Nutzungskonflikte. Und ich denke, das zentrale Thema dieses Kleingartenkonzeptes, was wir hier heute beschließen wollen, sind eben solche Nutzungskonflikte. Wir sind in einer wachsenden Stadt. Wir freuen uns, dass Dresden immer noch wächst. Aber Dresden wächst von seiner Einwohnerzahl, aber nicht von seiner Fläche her. Und das bedeutet, dass Flächen in der Stadt immer knapper werden. Paradebeispiel Wohnungsbau, Paradebeispiel Gewerbe- und Industrieansiedlung, Wissenschaftsstandorte sollen geschaffen werden, wir schaffen neue Freizeiteinrichtungen, Sporthallen, es gibt eben den Hochwasserschutz und auch die Gewässerentwicklung wollen wir in der Stadt vorantreiben. Das bedeutet also, wir haben es eben in vielen Bereichen mit konkurrierenden Nutzungsinteressen zu tun. Und da kommen dann eben auch immer wieder die Kleingärten in den Blick. Um das Problem noch mal ein bisschen auch von der Quantität zu beleuchten. Wir haben in Dresden 360 Kleingartenanlagen mit 23.300 Parzellen auf einer Fläche von 750 Hektar. Das sind etwa 2,5% der Fläche dieser Stadt. Das ist also schon eine ganze Menge und es macht auch deutlich, wie viele Menschen eben Kleingärten haben und mit ihren Kleingärten leben. Und das natürlich auch weiterhin tun wollen. Nun ist es halt so, dass natürlich die meisten dieser Kleingärten auch in ihrem Bestand gesichert sind. Das Kleingartenkonzept spricht davon, dass das eben für 86% der Kleingärten zutrifft, dass da also auch langfristig der Bestand auf den Flächen, auf denen sie sich befinden, gesichert ist. Aber es gibt eben auch noch die anderen, wo das dann nicht ganz so klar ist und wo es eben sein kann, dass es durchaus auch Verlagerungen oder Teilverlagerungen geben muss. Wir müssen uns im Klaren sein darüber, dass eine Stadt sich dynamisch entwickelt und dass sich in einer Stadt eben auch Nutzungen verändern können und verändern müssen. Also von daher kann eben auch der Bestand der Kleingärten nicht an jedem Standort in alle Ewigkeit gewährleistet sein. Und was das bedeutet, das haben wir ja eben gerade erörtert, als wir eben über den Hochwasserschutz und über die Kleingärten im Altelbarm gesprochen haben. Das Kleingartenkonzept beziffert das Ganze dann auch weiter. Also es ist damit zu rechnen, dass auf etwa 8 Hektar Kleingartenfläche in den nächsten 10 Jahren aufgrund schon klar erkennbarer Ansprüche solche Verlagerungen zukommen werden. Da stellt sich dann natürlich die Frage, was wird damit? Und da ist die zentrale Garantie, die das Kleingartenkonzept auch abgibt, der Bestand insgesamt muss gesichert werden, wenn nicht gleich an jedem Standort. Und man muss aber zusätzlich sehen, dass wir auch
ein zunehmendes Nutzungsinteresse auch an Kleingärten haben. Gerade viele junge Familien wollen gern einen Garten pflegen und übernehmen. Und auch das muss in den Blick bezogen werden. Und von daher ist es eben ganz wichtig, dass man nach Flächen schaut, wo das denn tatsächlich auch möglich werden kann, selbst wenn andere Flächen aufgegeben werden müssen. Und das macht dieses Kleingartenkonzept sehr gut und sehr genau. Es klassifiziert auch mögliche Ersatzflächen. Und die gute Nachricht des Kleingartenkonzeptes ist, wir haben genug Ersatzflächen. Das heißt also, wir werden, selbst wenn an einigen Standorten Flächen aufgegeben werden müssen, wir haben genug Ersatzflächen, um dann eben an anderer Stelle eine Kleingartennutzung gewährleisten zu können. Und denke, diese Botschaft ist ganz wichtig, um eben auch den Kleingärtnern und Kleingärtnern zu zeigen, diese Stadt kümmert sich um sie und sie werden eben auch weiterhin mit ihrem Kleingarten eine gute Zukunft haben. Ich möchte aber einen abschließenden Aspekt noch hineinbringen, der immer so ein bisschen zu kurz kommt, gerade nach unserer Ansicht, Bündnis 90 Die Grünen, das ist die Tatsache, dass man Gärtnern auch anders betreiben kann als in einem abgeschlossenen Kleingarten, wo dann jeder so seine Parzelle hat. Das ist das Konzept des Urban Gardening. Man kann eben auch Flächen zur Verfügung stellen, die gemeinschaftlich von vielen Menschen genutzt werden können. Da ist es dann tatsächlich auch möglich, dass man auf geringerer Fläche, auf kleinerer Fläche durchaus eine intensive Nutzung betreiben kann und dies eben auch gemeinschaftlich tun kann. Und wir haben einige solche Flächen in der Stadt, also beispielsweise in Prohlis gibt es eine Fläche, die sehr schön angelegt ist und auch intensiv genutzt wird. Und ich denke, dieses Konzept des Urban Gardening, was dann eben auch sehr quartiersnah geschehen kann, ist ein Konzept, was Zukunft hat und was wirklich auch stärker auch von der Stadt gefördert werden sollte, um vielen Menschen das Gärtnern und die damit mögliche handfeste und handgreifliche Nähe zu Natur und zu Boden zu ermöglichen. Also das, denke ich, ist etwas, was wir eben auch noch stärker in den Blick nehmen müssen. Vielen Dank. Und für die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gartenfreunde, wie wichtig das Thema ist, wie wichtig auch dem Stadtrat das Thema ist, sehen wir ja daran, dass wir hintereinander zwei solche Tagesordnungspunkte haben, die aus meiner Sicht sehr hilfreich sind. Und vielleicht noch mal ein kleines Stück zurückgegangen. Als im Jahr 1996 das erste Kleingartenentwicklungskonzept beschlossen wurde, da sah die Welt in Dresden buchstäblich noch ganz anders aus. Das Kleingartenwesen hatte erheblich an Bedeutung verloren. Viele Vereine kämpften mit sinkender Nachfrage und nicht wenige Parzellen standen leer. Die größte Herausforderung war die Bestandssicherung der Vereine und Sparten. Dass gerade in dieser Zeit, nur ein Jahr nach der Gründung des Kleingartenbeirates, ein solches Konzept beschlossen wurde, zeigt, dass die Kleingärtner in Dresden schon immer als wichtiger Partner wahrgenommen wurden. Heute gibt es in Dresden 370 Kleingartenvereine mit rund 50.000 Gartenfreunden als Mitglieder. Über Leerstand oder mangelnden Nachwuchs macht sich kein Verein mehr Sorgen. Im Gegenteil, unsere wachsende Stadt hat einen Nachfrageboom an Kleingärten zu verzeichnen. Im Gegenzug, darauf hat schon der Kollege Dr. Deppe hingewiesen, steigen aber auch die Nachfrage nach Wohnraum, Schulen, Kitas und Gewerbeentwicklungsflächen. Und so kommt es, dass die damaligen Sorgen der Gartenfreunde zwar verschwunden sind, sich aber neue Sorgen breit machen. Und das sind nicht nur die Sorgen wegen Hochwasser, sondern insbesondere die zunehmende Flächenkonkurrenz lässt so manchen Gartenvorstand tiefe Sorgenfalten wachsen. Insofern ist es völlig richtig und auch ein wichtiges Signal an die Kleingärtner, dass das Kleingartenentwicklungskonzept heute fortgeschrieben wird. Da sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen deutlich geändert haben,
müssen natürlich auch Konzepte daran angepasst werden. In unseren Augen ist es dabei besonders wichtig, dass bestehende Konflikte aus umweltrechtlichen, städtebaulichen oder nutzungsbedingten Gründen nicht nur aufgezeigt werden, sondern dass auch Aussagen zu Bedarfen und zu Ersatzflächen getroffen werden. Dafür halten wir insbesondere das angedachte Ersatzflächenmanagement für sehr sinnvoll. Aber wir sollten uns nichts vormachen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Konzept ist immer nur so gut wie die Mittel, die für seine Umsetzung zur Verfügung gestellt werden. Ohne diese Mittel ist es nichts weiter als ein Stapel Papier. Es wird daher unsere Aufgabe als Stadträte sein, auch in Zeiten schwieriger Haushaltslagen diese Mittel in den nächsten Haushalten zur Verfügung zu stellen. Für die CDU-Fraktion kann ich sagen, wir sind dazu bereit. Kleingärten leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag für das Mikroklima und die Biodiversität unserer Stadt. Sie haben auch einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger und auf das Gemeinwohl. Kleingärten sind Rückzugsorte für geschützte Tierarten und insbesondere für gestresste Menschen gleichermaßen. Sie sind Orte des sozialen Miteinanders und des ökologischen Engagements. Kleingärten sind es uns wert, Ihnen auch in stürmischen Zeiten eine gute Zukunft zu sichern. Danke. Vielen Dank, Herr Böhm. Nächste Fraktion, AfD-Fraktion. Verzichtet dann die Linke, Frau Hanser. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, mir ist natürlich bewusst, dass die Thematik Kleingärten jetzt nicht alle hier aus der Reserve locken wird. Aber für mich gibt es kaum etwas, das mein Herz höher schlagen lässt als die Themen Garten, Natur und Pflanzen. Die Fortschreibung des Kleingartenentwicklungskonzeptes beinhaltet viele wichtige Funktionen und Ansätze, die unsere Stadt lebenswerter machen. In erster Linie soll es den Bestand der Kleingärten sichern. Dieser ist durch die zunehmende Bebauung, Nachverdichtung oder auch durch die notwendigen Hochwasserschutzkonzepte gefährdet. Aber die Nachfrage ist höher als das Angebot. Mit Corona kam es zu einem regelrechten Run auf Gärten, so dass sie jetzt zum Beispiel in Städten wie Berlin oder Leipzig mit einer Wartezeit von 7 Jahren und mehr rechnen müssen. Und auch in Dresden ist die Nachfrage durch Corona wesentlich angestiegen. Der Garten ist ein Sehnsuchtsort und die Art und Weise, wie man mit der Natur, wie man die Natur und die Welt versteht, hat natürlich auch die Konsequenz, dass man dementsprechend mit ihr umgeht. Da haben wir das Klischee der typischen Kleingärtner, die die Regeln und Vorgaben strikt einhalten und diese Ordnung lieben und brauchen. Auf der anderen Seite haben wir das Urban Gardening, die Gemeinschaftsgärten in ihrer politischen Dimension, in denen die Grenzen zwischen Biotop und Soziotop, privaten und öffentlichen Raum aufgehoben werden. Und zwischen all diesen Extremen liegen natürlich auch viele Grüntöne. Ich zum Beispiel hätte am liebsten beides. Ich bin zutiefst inspiriert von der Herausforderung, mich an alle Vorgaben und Regeln zu halten und dennoch einen naturnahen und wilden Garten zu haben. Als noch recht neue Kleingärtnerin habe ich die Möglichkeit, mit vergleichsweise geringen Kosten Natur und Pflanzen kennenzulernen und dadurch auch mich selbst. Meine Damen und Herren, die Landeshauptstadt steht in der Verantwortung, das traditionelle Kleingartenwesen zu erhalten, sowie urbane Garteninitiativen auf unbürokratischen Wege zu unterstützen, um letztlich allen Dresdnerinnen und Dresdnern ihren eigenen, ganz individuellen Gestaltungs- und Erholungsraum in der Stadt zu ermöglichen. Und natürlich werden auch wir als Fraktion Die Linke dieser Verantwortung nachkommen. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde SPD-Fraktion. Kein Bedarf. Damit sind wir mit der Fraktionsrunde durch. Gibt es weiteren Redebedarf? Das ist nicht der Fall. Damit kommen wir ins Abstimmungsverfahren.
Wie angekündigt, zunächst den Änderungsantrag des Oberbürgermeisters. Ich bitte hier um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem Antrag zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 62 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung angenommen. Damit kommen wir durch den so geänderten Bericht des federführenden Ausschusses. Ich bitte Sie um Ihr Handzeichen zur Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltung? Sind es 61 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung. Vielen Dank. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 7 erledigt. 8 hatten wir bereits.